Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Ein bunter Mix erwartet euch heute und damit recht herzlich willkommen gleich am Anfang von mir, dem Uli, zu Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und ich möchte gleich im Hintergrund starten, was mir so passiert ist. Ich wurde gebeten von einem guten Bekannten, mir diese beiden Schätzchen hier unten anzugucken. Diese beiden Loks, die habe ich auf eBay gekauft, das kann man ja ruhig so sagen. Und sie liefen nicht, sie haben nicht funktioniert. Und er sagt, Mensch Uli, du bastelst da auch gerne rum und mach doch mal und schau dir doch mal die beiden guten Stückchen an. Und das habe ich natürlich hier getan. Am Anfang habe ich, damit ich bestätigen kann, auch für mich, dass das mit dem Strom alles funktioniert, meine V200 eingesetzt. Ihr habt es eben gesehen, die fuhr so schön lässig hin und her. Hat also funktioniert und habe dann eben angefangen, diese beiden Loks aufzusetzen. Und beide fabrizieren instant, also von Anfang an, ein Kurzschluss, egal was ich mache. Gut, kein Problem, das kann man mit Sicherheit lösen, habe ich gesagt. Vielleicht mal im Vorab, man kann alles soweit lösen, ist überhaupt kein Problem. Irgendwann ist es bloß eine Frage des Geldes, ist wirklich so. Und ob es lohnt. Und habe gesagt, okay, schaue ich mir an, überhaupt kein Problem. Habe die erste Lok hier aufgemacht. Die zweite habe ich übrigens auch gemacht. Die habe ich jetzt aber im Video nicht mitgezeigt, weil die erste spricht im Grunde genommen für beide Loks. Habe erstmal geschaut, ob hier irgendwo an der Lok ein Kurzschluss ist. Kann ja sein, dass irgendwas schleift am Gehäuse oder ein durchgeriebenes Kabel oder. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, das wissen ja die meisten von euch selber, zumindest die, die ihre Loks selber basteln und bauen. Es gibt ja einige davon, das weiß ich. Ja, und habe dann mich daran gewagt und habe dann erstmal die Lok jetzt hier so nach einer Sichtprüfung, habe das kurz durchgemessen, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Da habe ich eben mal an der Masse angehalten, den Strom und habe dann auf der anderen Seite gemessen, ob da irgendwie ein Schluss ist. War keiner, also zumindest kein großer messbarer. Sicherlich ein paar Widerstände waren zu messen, aber das ist ja nicht mehr dramatisch. Das kommt ja auch durch den Decoder und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen, jetzt hier unten mal das erste Kabelchen abzuschneiden, was im Grunde genommen zur Stromaufnahme am Nachläufer, wollte ich jetzt mal sagen. Ich habe gerade überlegt, vor oder Nachläufer, auch Nachläufer. Und habe mich dann so durchgearbeitet und habe dann eben jedes Kabelchen im Decoder einzeln abgeschnitten, bis ich dann festgestellt habe, als ich das rote Kabel abgemacht habe, das heißt, den Strom vom, was vom Gleis käme, zum Decoder hochgeht. Und dann habe ich den Decoder abgenommen, habe da festgestellt, dann gab es keinen Kurzschluss mehr und habe festgestellt und gesehen, dass der Decoder durchgebrannt ist. Sieht man jetzt hier. Ja, der war so rum aufgeklebt, den habe ich dann abgenommen und man sieht es ja auch schön hier an diesen Schmauchspuren unten drunter, dass da was heiß geworden sein muss. Und wenn was durchbrennt und heiß wird, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Das hat man in einem neuen Video erst gesehen von jemand. Und ja, da kann eben mal schnell so eine Lok auch abbrennen. Das muss ja auch nicht sein. Dann dachte ich, okay, Decoder hast du da. Habe mir meine Decoder genommen, das sind die von Döhler und Haas, die ich immer verwende. Die nehme ich in allen meinen Loks rein, ob das nur Dampfloks sind, ob das, ja, Diesel-Loks sind. E-Loks fahre ich eh nicht, weil ich keine Oberleitung habe und. Und habe dann kurzerhand den Decoder ausgetauscht. Ja, also ist eine ganz leichte Übung. Was hier der Fall war, es war kein Original-Decoder eingebaut. Es war also von dem Vorbesitzer, der das Modell vorher hatte, bei eBay und das meinem Bekannten verkauft hat. Der hat es also selber umgebaut. Und ich mag auch nicht bezweifeln, dass es irgendwann mal funktioniert hat. Auf jeden Fall ging es halt jetzt hier nicht mehr. Die Lok hat noch einige andere Schwierigkeiten gehabt, zum Beispiel die Stromabnehmer. Die waren allesamt verbogen. Die Lok hat an ein oder zwei Stellen wirklich nur noch Strom abgenommen. Das hat man vorhin gesehen, da musste ich mal so ein bisschen auf die Lok drauf tippen. Und die habe ich aber alle schon nachgerichtet. Das heißt, die habe ich ganz vorsichtig wieder Richtung Räder runtergebogen und hat auch ganz gut funktioniert. Man sieht es jetzt hier, die Lok rockt an, die Lok fährt an ohne Probleme, sage ich jetzt mal, sie läuft nicht sauber, auf keinen Fall. Ja, da ist irgendwas noch im Argen, das heißt, die ganze Stromaufnahme funktioniert nicht richtig. Aber das kann man ja lösen. Und dann habe ich die Lok erstmal soweit zum Laufen bekommen. Sie fuhr vorwärts, sie fuhr rückwärts, die Beleuchtung habe ich jetzt noch nicht getestet. Und ihr seht, die läuft erstmal recht gut. Überhaupt kein Problem. Da war ich also siegesicher und habe gesagt, okay, das funktioniert, das Gestänge ist alles schön flüssig bewegt. Und ja, was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe an dieser Stelle nachher abgebrochen. Der Decoder ist wieder durchgebrannt. Das Ganze ist mir mit zwei Decodern passiert.
dass die erst funktioniert haben und dann wieder durchgebrannt sind. Die waren auch gar nicht wirklich heiß geworden, dass man sagt, die sind überlastet gewesen. Das heißt, die waren schon heiß. Ich habe das mit so einer Laserpistole, wo man die Temperatur messen kann, habe ich das gemessen. Die waren schon zu heiß, das ist klar. Aber es sind immer wieder die durchgebrannt. Also hier muss ein kompletter Umbau passieren. Das heißt, hier müsste jetzt ein neuer Motor rein. Ich denke mal, der zieht zu viel Strom. Ich habe auch geguckt, der ist zwar leichtgängig, aber das kann ja nur sowas eine Art sein. Und das war, was ich vorhin meinte. Man muss irgendwann mal entscheiden, macht das Sinn mit dem Modell oder macht es keinen Sinn? Was habe ich dafür schon bezahlt für das Ding? Das muss also der Bekannte selber entscheiden. Macht es Sinn, dass ich jetzt umbaue, vorrangig natürlich, oder erst einen Glockenankermotor einzubauen? Das wäre natürlich die erste Wahl, weil das wäre ja, wenn man schon was umbaut, dann muss man es dann richtig machen. Das will ich ihm überlassen, würde ich euch auch nicht vorenthalten. Wenn das mal soweit ist, werde ich euch das ganz gerne zeigen, wie der Umbau vonstatten geht. Apropos Glockenankermotoren, ich habe hier oben bestimmt selber noch 10 Loks, also ihr könnt in Zukunft auch von mir, ich habe da richtig schöne Modelle dabei, da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Habe ich sie noch gar nicht gesehen bei euch, vielleicht hat man die auch, aber fahrt sie nicht, keine Ahnung. Und die baue ich auch alle schön um und da können wir uns drauf freuen. Und die werden natürlich auch alle lackiert und bemalt und gealtert und so weiter und so fort. Aber jetzt schweife ich gerade ab. Im Hintergrund läuft nämlich jetzt schon was ganz anderes ab. Ihr seht die Stelle rechts, die ich in den letzten 4 Videos gebracht habe, wo ich die kleinen Häuser gebaut habe und so weiter und so fort. Musste natürlich jetzt auch im Hintergrund hier auch noch Bäumchen bauen. Pflanzen. Ja, und wo ich gesagt habe, okay, auf der rechten Seite, das heißt, es ist soweit fertig. Ihr habt es gerade im Hintergrund gesehen, hat eine Weile gedauert. Dachte ich, komm, links vom Modul musst du auch noch was machen. Da oben seht ihr übrigens die alte kaputte Kirche, die ich setzen werde. Da sind natürlich noch die ganzen Strukturen außen dran, die das beim Drucken stabilisiert haben. Das wird wahrscheinlich der Platz werden, den ich damals da hinsetzen wollte, wer sich erinnert, wo der Schrottplatz jetzt ist. Und hier haben wir eben gesehen, wie ich mehrere Module abgebaut habe. Das heißt, der Felsen, links die Tunneleinfahrt, die man da sehen kann, rechts die Tunneleinfahrt, da wo die Kirche draufsteht. Ich kann ja alles auseinanderbauen, alles in Einzelteile zerlegen. Mache das jetzt auch wieder, weil ich möchte hier an die Stelle jetzt auch Begrünung, Bepflanzung hinmachen. Das war ein bisschen nochmal so ein, ich sag mal, mein Herzenswunsch, das war kein Herzenswunsch. Ich wollte es gerne machen, weil wenn ich aus diesem Tunnel rauskomme, das hat mir immer noch nicht so richtig gefallen. Also dachte ich mir, komm, mach das gleich mit, mach ein bisschen Grün mit hin. Hier lockere ich übrigens das schön auf. Das ist auch so ein Fehler, wenn manche das machen, dass sie das nicht auflockern. Dann klumpt das immer so. Aber das ist jetzt ein weiser Rat von einem weisen Mann, den keiner braucht. Ja, und habe das Ganze jetzt erstmal mit Grün, mit Gras bestreuselt, habe es auch zwischen die Gleise gemacht und auf die andere Seite hin und so weiter und so fort. Alles überhaupt kein Hexenwerk. Hier sieht man mal links die Kirche so ein kleines bisschen, die habe ich euch ja schon mal in klein gezeigt. Und habe jetzt mal, während der Kleber trocknet, mal so einen Schwenk nach oben gemacht. Das haben viele von euch wahrscheinlich noch nie wirklich gesehen oder können sich nicht erinnern, weil es so lange her ist, die Aufnahmen. Die alte Wartungsstelle hier oben mit dem Gleis und den Tunneleingang hier rechts, das sind also Sachen, die neuere Abonnenten überhaupt noch nicht gesehen haben werden bei mir. Deswegen mache ich mal den Schwenk mal so ganz, ganz grob jetzt hier drüber. Da oben sehen wir jetzt schon die Fabrik mit dem LKW, der da gerade sein Ladegut ausgibt. Und hier vorne ein Gleis, was dann in die Brücken hinten mündet. Die sehen wir jetzt gerade gar nicht. Die hinten, die Fabrik, die ist reine Fantasie, die flackert und leuchtet, Schornsteine, die können rauchen und so weiter und so fort. Das zeige ich euch alles nochmal irgendwann. Ich muss das ganze Modul mal noch ein bisschen überarbeiten, da ich auf der rechten Seite doch von der Landschaft ein bisschen anders gearbeitet habe und möchte das ein bisschen ausgleichen nach der linken Seite. Was mir nämlich besser gefällt, die selbstwachsenden Büsche und solche Sachen, ja. Hier hinten sehen wir den Seidenberg, den ich vor 3 Jahren mal oder so gebaut habe. Der soll so richtig im Hintergrund sein. Hier vorne ein kleiner Treppenaufgang mit total verstaubten Autos. Das heißt, ich habe mich um diese Seite hier überhaupt nicht mehr gekümmert. Das Blaue da hinten, das ist wirklich Zoom hoch 3 jetzt hier gerade. Das hat Beleuchtung dran. Die Brücken, die wir hier sehen, die habe ich aus dem 3D-Drucker damals selber gedruckt. Genau wie die Tunnelportale und auch die Wartungsstelle hier rechts. Das habe ich also alles selber gebaut. Kann ich gerne nochmal in einem anderen Video drauf eingehen, wen es interessiert. Und dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare rein. Da freue ich mich sowieso immer, wenn ihr dann mal so schön immer mit mir kommuniziert. Ja, das ist immer sehr angenehm. Da weiß man immer, dass es gefallen hat irgendwo oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass meine Kritik geäußert wird. Und hier sehen wir jetzt, wie ich auf der rechten Seite die Bäume mache. Wir sehen ja auch die Modulkanten da überall. Und die habe ich natürlich versucht, oder das versuche ich natürlich zu kaschieren durch Büsche und durch Bäume, dass man die gar nicht mehr sieht. Denn wir sehen ja nachher wieder, wie ich das Modul rausnehme. Und dann entsprechend da mir anschaue, ob der Platz passt.
Und wenn ich sage, Modulübergänge nicht mehr sehen will, da eben an die Kante, das sieht man jetzt schon gar nicht mehr, kommen eben wirklich immer über diese Übergänge, am besten Büsche drüber. Das Beste, was man machen kann, ja, dass die auf der einen Seite aufgeklebt werden, am besten bei dem Modul, was man runterheben kann. Der rechte Teil, wo die Gleise liegen, ist ja in dem oberen Teil, das Dreieck ist ja statisches Gleis, also statisches Anlage, da kann man nichts wegnehmen. Während hier im Vordergrund ist ja das große Modul. Und nichts dran gemacht, außer ein bisschen Schotter geschmissen. Und jetzt sehen wir schon, wie die Büsche wachsen. Was ich jetzt hier nicht mache im Video, ist der Hintergrund. Das heißt, die Felsen, die sind alle noch so in der groben Bemalung, wie ich die mal gemacht habe. Das ist nicht der Stand, wie es sein soll. Ja, die Felsen bleiben nicht so, das gefällt mir nicht. Da soll natürlich noch ein bisschen Struktur rein, da muss noch ein bisschen was ran, da muss auch Begrünung mit ran und. Da soll also noch einiges passieren, das, was ich jetzt hier gerade abnehme und auch die anderen Seiten alle. Hier ging es heute nur um die Bäumchen im Vordergrund, dass das mal ein bisschen fertig gemacht wird. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich auch gleich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das gestern gemacht. Ja klar, das Modul, was ich abnehme, das ist ja gleichzeitig die Deckplatte nach unten hin, dass eben meine Weichenantriebe, die ja da per Holzstangen unten verlaufen, geschützt sind, wenn da mal irgendwas irgendwie runterrieselt oder sowas. Deswegen habe ich das also ein bisschen größer gemacht, als ich es brauche. Und dieses Modul kann man eben wunderbar abnehmen. Nachdem ich die Büsche habe hier wachsen lassen, das habt ihr im letzten oder im vorletzten Video, weiß schon gar nicht mehr, aber auch gesehen, werden die Büsche immer noch mal ein bisschen bemalt mit Olivgrün, weil die sind sehr, sehr hell und der sehr helle von diesen Büschen passt nicht ganz zu meiner Modellbahn und deswegen werden die noch mal gemacht. Das Portal, das wird mit Magneten gehalten, das hatte ich euch auch vor Jahren oder vor Jahren, vor vielen Monaten mal gezeigt, wie ich das gebaut habe. Kann ich gerne nochmal drauf eingehen, wenn es jemanden irgendwo in irgendeiner Form interessiert. Wie gesagt, dann schreibt mich an oder schreibt besser einen Kommentar. Ich mache gerne Videos zu allen möglichen Sachen. Das lohnt sich. Viele Sachen eben, was ich hier in Model Creation werde, die eingeblendet oder werden nicht eingeblendet, weil ich, ihr wisst schon, was ich meine, die zeige ich dort halt, ne, die Bastelvideos. Jetzt hier nochmal ein paar Impressionen nach rechts, was ich vorhin sehr, sehr habe kurz kommen lassen. Das heißt, hier vorne ist ja die Signalbrücke, die habe ich auch selber ausgedruckt. Dahinter jetzt die neuen Bäume, die ich heute, oder nicht heute, aber die ich in dieser Woche gebaut habe. Und jetzt mache ich auch mal den Schwenk für die Leute, die es wirklich nicht kennen, wo eben da oben die rote Brücke ist. Da hinten, wo dieses Mauerwerk zu sehen ist, da fährt ja auch ein Zug durch und ganz hoch bis zu meiner Fabrik. Die ja die Rückwand da oben gestaltet, die ist ja auf der mittleren Teil mit dem ganzen Rauch. Da oben ist ein bisschen Elektrofabrik oder irgendwas soll das sein, keine Ahnung. Und nochmal der Schwenk hier nach rechts runter, was ich neulich gemacht habe, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, wie das so ist. Und ganz nach hinten raus, dann kommt da eben das Sägewerk und nicht das Sägewerk, der Steinbruch und das alte Holzlager, was ich gebaut hatte. Und dann die Arkaden, die rechten, die linken Arkaden sind ja hier oben drüber links. Ja, so hat man gleich nochmal ein bisschen Einblick nach meiner Modellbahn nach rechts und ich finde mit den Bäumchen, das kann sich immer sehen lassen, hier soll der Wald so langsam auslaufen, das wird dann immer lichter werden, hinten war ja der Wald, den ich damals gebaut habe und hier auf der linken Seite nochmal ein kleiner Überblick, finde ich nett geworden mit den Bäumen, das wertet so eine Ecke doch enorm auf, ja, als wenn man da nur diese schwarzen Platten drunter hat und wie gesagt, die Wände im Hintergrund, die werden alle noch, ja, begrünt, bemalt und so weiter. Da kommt noch wahnsinnig viel auf uns zu. Ich würde sagen, für die Woche war es das. Schaut euch bitte mal die beiden Videos hier oben noch an. Da würde ich mich freuen, die Sie noch nicht gesehen haben. Das passt wieder mal zu diesem Thema. Dann würde ich sagen, macht's schön gut. Bis nächste Woche Freitag. Tschüss, euer Uli.